Jo, ich bin hier gerade mit Gregors Politik in Wien. Wir haben uns getroffen für eine kleine Diskussion zum Thema Rechtsruck. Ja, Rechtsruck, Rechtsextremismus. Anlass dafür, also das Thema haben wir ja gegenseitig vorgeschlagen, weil in Österreich, wir nehmen das gerade, das ist der 1.10., das war vor 2 Tagen, am Sonntag haben wir die Nationalratswahl gehabt. Das ist die Bundestagswahl von Österreich, da wird der Nationalrat eben gewählt, das gesetzgebende Gremium im österreichischen Bundessystem. Und da hat die FPÖ die Wahl gewonnen. FPÖ ist vergleichbar mit AfD, nur dass wir kurz das Setting haben. Hat 29% abgeschnitten. Ich glaube, die ÖVP irgendwo bei 26%. Das heißt, gemeinsam die beiden rechten Parteien, also rechtskonservativ, ÖVP, rechtsextrem für mich, FPÖ, haben 55% der Stimmen ungefähr. Und jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Das ist so der Anlass, warum wir heute über das Thema reden. Genau. Ich denke, wir haben grundsätzlich 2 leicht unterschiedliche Meinungen dazu. Ich persönlich bin kein Fan der FPÖ, genauso wie ich kein Fan der AfD bin. Allerdings halte ich den Umgang von medial linker Seite mit den beiden Parteien für recht kontraproduktiv. Ja, den Ansatz, wie man diese eben klein halten möchte, scheint nicht aufzugehen und ich denke, er ist gänzlich gescheitert. Das ist zumindest mal meine These soweit. Ja, also da unterscheiden wir uns eh nicht. Die Frage ist, warum, vielleicht wollen wir das als erstes besprechen. Also, es würde mich interessieren, was findest du, machen die Medien falsch? Kannst du das gerne präzisieren ein bisschen? Also, es gibt ja unterschiedliche Medien, was machen die falsch? Also ich denke, erstmal ist das in den Öffentlich-Rechtlichen prinzipiell, was mich stört, dass sehr häufig Schlagworte genutzt werden, beziehungsweise zum Beispiel, dass die AfD eben gesichert rechtsextrem ist, aber ohne dann anzuführen, aus welchen Gründen diese Einordnung erfolgt ist. Also es mag ja richtig sein und das kann man dann natürlich auch sagen, aber vielleicht sollte man dann eher den Sachpunkt anführen, warum eine Partei als rechtsextrem eingeordnet wurde und nicht nur, dass sie so eingeordnet wurde, weil die Menschen meist recht wenig damit anfangen können, gerade wenn sie der Institution, welche diese Einordnung dann macht, nicht mehr vertrauen. Ja, jetzt ist nur das Problem, also ja, das alleine sagen, ja, ist eine rechtsextreme Partei, das bringt gar nichts, da sind wir uns einig. Aber das ist, finde ich, nicht das Ausschlaggebende. Das Medienklima allgemein ist das Problem. Also wenn man sich den österreichischen Wahlkampf anschaut, es wurde von Seiten des ORF versucht, alle Themen langsam abzuackern. Wir haben ca. 50 Wahlduelle gehabt von den Spitzenkandidatinnen, also eine Kandidatin haben wir gehabt, sonst Kandidaten. Im ORF, wo jedes Thema ziemlich durchgekaut wurde. Der ORF hat das versucht, im Endeffekt da, wo sich die Leute informieren, wo sie ihre Informationen vor allem herbekommen in Österreich, ist vom Boulevard. Wir haben eine sehr starke Boulevardpresse, ich glaube die Krone. Ich habe vergessen, was ist die größte Zeitung. Also auf jeden Fall kommen alle Tageszeitungen, die so in diese Richtung gehen, Kronenzeitung, Österreich, kommen auf ungefähr eine Auflage von 1 Million täglich. Das ist verglichen mit Deutschland, ja, 10 Millionen Leserinnen tagtäglich. Das heißt, da nehmen vor allem die Menschen ihre Nachrichten, konsumieren das dort. Und da ist halt vor allem das Thema Asyl ein großes Thema. Migration, obwohl man jetzt sagen kann, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist das für Österreich gar nicht so ein Ding. Das heißt, da werden einfach konsequent FPÖ-Themen bespielt. Man zwingt die Politik, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich, wenn diese Themen die Diskussion dominieren, dann gewinnen die Parteien, die das in den Vordergrund stellen, namentlich die FPÖ. Also die Krone-Zeitung ist so ein bisschen vergleichbar mit der Bild in Deutschland, könnte man vielleicht sagen. Ja. Ich denke halt, es hat irgendeinen Grund, warum diese Themen dort besprochen werden. Also weder die Bild noch... Weil es von Klassenthemen ablenkt. Also wenn ich jetzt einen Menschen, der wenig Geld hat, aufgrund, weil er im Osten lebt und weil der Osten systematisch ausgebeutet wird ausgebeutet wurde vom Westen, dann kann ich leicht diese Frustration nehmen und anstatt sie auf die Ursachen zu lenken, nämlich auf schlechte Wirtschaftspolitik, auf Deindustrialisierung, umlenken auf Menschen, die gar nichts dafür können, nämlich die noch ärmer dran sind, die gerade erst hergekommen sind, weil sie vor Krieg geflüchtet sind. Also das ist tatsächlich meiner Ansicht nach der Grund, wieso die Bild-Zeitung und auch Welt, beide Springer, vom Springer Verlag verlegt, warum die sich so einschießen. Also das ist ja eigentlich dann eher der verschwörungstheoretische Ansatz, wenn man eben sagt, die verfolgen eine tiefere Agenda dahinter. Ich persönlich denke natürlich, dass es Zeitungen gibt, keine Ahnung, so, gerade wenn man in den rechteren Bereich geht, jetzt keine Ahnung, die Junge Freiheit oder News oder was auch immer, jetzt in Deutschland sehr präsent ist. Es gibt sicherlich Zeitungen, die quasi ideologisch recht sind und diese Themen bewusst pushen. Bei Krone Zeitung und Bild denke ich mir meist eher, dass die einfach die Stimmung aufsaugen, die gerade sowieso präsent ist und diese übernehmen, weil man damit Geld machen kann. Und dadurch verstärkt sich das natürlich weiter, womit das Thema noch präsenter wird und man damit wieder noch mehr Geld machen kann.
Aber ich denke nicht, dass eine Agenda dahinter steckt, dass man da von den wahren Problemen der Wirtschaft oder der Ausbeutung ablenken möchte. Naja, das ist jetzt die große Frage, woher kommt die öffentliche Meinung? Das ist sicherlich ein wechselseitiger Prozess, weil wir leben, also diese privaten Medien, die sind kapitalistischen Sachzwängen unterzogen. Das heißt, die müssen das schreiben, was das dafür sorgt, dass sich die Zeitung verkauft. Das auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt Diskurse anschaue, bestes Beispiel in Solingen. Dass Solingen so ein großes Problem ist, ist nicht irgendwie der Tatsache geschuldet. Also da sind 3 Menschen sind gestorben, 8 Leute verletzt. Das heißt, wenn wir uns jetzt allein die Wirkmächtigkeit von dem anschauen, in tatsächlichem Schaden, der angerichtet wird, steht in keinem Vergleich zu irgendwie, wenn medizinische Leistungen nicht angeboten werden, weil ein kleines Gebietskrankenhaus schließen muss und dann Menschen nicht in Lage sind, eine schnelle ärztliche Versorgung zu bekommen. Das heißt, das wäre auch viel näher spürbar, aber der Grund, warum Solingen so polarisiert, ist eben, weil diese mediale Debatte für 3 Wochen nur sich um dieses Thema gedreht hat. Nee, also ich denke halt, dass es halt allgemein sehr viel krasseres Beispiel halt ist, wenn einer hingeht und Leute absticht, als wenn jetzt Leute irgendwie wegen schlechter Gesundheitsversorgung und so weiter, was natürlich auch ein großes Problem sicherlich sein kann, sterben, dann hat das halt nicht den gleichen Impact auf die Leute. Aber das ist halt ja nicht anders. Irgendwie an rationalen Gründen festzumachen, sondern an einer emotionalen Aufladung von dem, was passiert ist. Und das ist halt genau das, was vorangetrieben wird von Boulevardmedien. Und wenn man sich dann die Diskussionen auch im Öffentlich-Rechtlichen anschaut, der nimmt diese Stimmung dann auf. Also der Boulevard treibt in dem Sinne die Öffentlich-Rechtlichen vor sich her, weil er sich natürlich die ganze Zeit den Vorwurf anhören muss, berechtigt oder unberechtigt sei dahingestellt, dass er die Wirklichkeit nicht abbildet. Und in diesem Versuch rennt er der vermeintlichen Wirklichkeit, die in der Bild-Zeitung veröffentlicht wird, nach. Also so würde ich aber die Dynamik feststellen. Aber ich meine, es ist natürlich auch ein Symptom von vielen Jahren versäumter Migrationspolitik. Und ich denke, man kann sich ja mal darauf einigen, dass zum Beispiel, wenn die Migration jetzt um das 100-fache steigen würde, wir ein großes Problem hätten mit Kriminalität. Genau. So. Aber sie steigt ja gar nicht. Sie bleibt ja konstant. Ja, aber dadurch, dadurch gibt es ja immer mehr Zuwanderung. Wir können uns das ausmalen, aber... Ja, aber die Migration, mit steigender Migration steigen auch die Fälle von Kriminalität. Das liegt einfach daran, dass Migranten in den Kriminalstatistiken überrepräsentiert sind und dementsprechend... Nicht, wenn man sich den Zuwachs anschaut. Also wenn man sich die PKS, heißt das polizeiliche Kriminalstatistik, wenn man sich das anschaut und den Zuwachs an Kriminalität in den Menschen, die hergekommen sind, also Ausländerkriminalität, erstens einmal, wie das statistisch festgelegt ist, ist sehr schlecht, weil da jegliche Form von nicht deutscher Kriminalität festgehalten wird, das heißt EU-Drittstaaten, also EU-Mitgliedsländer, Schengen-Fälle, das kann man jetzt so nicht sagen, aber Menschen, die halt aus der Schengen-Grenze kommen, Drittstaaten, Menschen, die einfach von anderswo herkommen, herreisen, dann auf Touristen. Ja, dann, also die das wird alles zusammengemischt. Ja. Das heißt, man kann daraus eigentlich wenig ablesen. Und wenn man dann kontrolliert dafür, wie viele mehr Menschen dahergekommen sind, kommt man darauf, dass selbst bei den angezeigten Fällen da keine Disproportionalität verglichen mit den Bio-Deutschen halt ist. Also du hast jetzt quasi den Take aufgemacht, dass die Migranten oder beziehungsweise die Nichtdeutschen überrepräsentiert sind wegen zum Beispiel Menschen aus dem Schengen-Raum, Touristen und so weiter. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn man jetzt die PKS hernimmt... Ja, aber du hast es zumindest als ein Argument hergezogen. Nein, ich sage, dass die PKS eine schlechte Faktenlage ist, um solche Themen zu behandeln. Das sage nicht ich, das sagen Menschen, die schlauer sind als ich, die da gewillter sind als ich, die halt Kriminologen, die tatsächlich deren Brotberuf das ist, diese Daten auszuwerten. Aber das ist einfach keine gute Basis. Aber Tatsache ist, zum Beispiel mit den Menschen aus dem Schengen-Raum oder den Touristen allgemein, diese sind statistisch gesehen weniger kriminell als Deutsche. Das heißt, die PKS der nicht-deutschen Kriminalität ist nicht wegen den Touristen, sondern trotz den Touristen so hoch. Denn diese ziehen die Zahl prozentual nach unten. Jetzt ist nur die Frage, warum das so ist, wenn Menschen hierher kommen und Asyl beantragen, dann höher kriminell sind. Ja, aber wir können uns ja schon mal darauf einigen, dass es, wenn diese Zahl steigt, dann vermutlich auch etwas krimineller wird. Ja, genau. Jetzt ist nur die Frage, welche Art von Kriminalität das ist. Mhm. Es gibt Meta-Analysen zu Deutschland, die zu dem Schluss kommen, dass herausgerechnet all der migrationsspezifischen Delikte, es gibt gewisse Verbrechen, die kann man nur
begehen, wenn man nicht deutscher Staatsbürger ist oder österreichischer Staatsbürger. Ja, das ist ja aufgelistet zum Beispiel auch nach einzelnen Tatbeständen. Also zum Beispiel... Und wenn man die eben herausrechnet, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Kriminalität nicht höher ist als die von der autochthonen Bevölkerung. Wenn man dann wieder kontrolliert für gewisse Arten von Verbrechen, die halt mit organisierter Kriminalität zusammenhängen, dann wiederum steigt das. Also, das hat aber andere Gründe. Wenn du jetzt zum Beispiel Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nimmst, sind davon ca. 40% nicht deutsch in Deutschland. Aber eine wesentlich... Das ist die Frage, warum. Aber das ist eine wesentlich höhere Anzahl, als es Nicht-Deutsche prozentual in Deutschland gibt. Das ist die Frage, warum. Ja, aber unabhängig davon, warum, müsste man ja klar sehen können, dass, wenn die Zahl der Nicht-Deutschen dann weiter steigt, vermutlich auch diese Zahl weiter disproportional steigt. Da haben wir jetzt steigt. Aber folgendes Ding, da hast du jetzt eine implizite Annahme drin. Ja. Wenn diese Zahl steigt und alles gleich bleibt, also wenn wir nicht auf Integration setzen, wenn wir weiterhin die Menschen, die hierher kommen und Asyl beantragen oder aus irgendeinem anderen Grund migrieren, dazu bringen, dass sie nicht an der Gesellschaft teilhaben können, dass sie sich eben nicht integrieren können. Fehlende Deutschkurse sind ein ganz großes Ding, auch hier in Österreich. Wir haben einfach nicht die Ressourcen, um die Menschen auszubilden. Das ist eine politische Frage. Ja, wenn wir nicht die Ressourcen haben, jetzt schon nicht. Wir haben sehr viele Menschen, die einen Job suchen. Meinst du, es ist leichter, die Ressourcen dann zur Verfügung zu stellen, wenn nochmal 10-mal so viele da wären? Es wäre sehr, sehr wohl möglich, wenn man gute Politik machen will. In dem Sinne, dass man Menschen, die eh schon... Wir brauchen hier Menschen, weil das Pflegesystem sonst nicht funktioniert. Jetzt schon gibt es einen Mangel in der Pflege und wir haben... Ja, wir brauchen ausgewählte Menschen. Also... Wir brauchen Menschen, die herkommen wollen und arbeiten wollen. Und wenn wir das diesen Menschen... Also, das ist für mich immer die klassische Frage. Wenn jetzt, du hast jetzt einen jungen Mann, sagen wir so, der vor Krieg flieht, der sich potenziell in die Hände von Menschenhändlern gibt, der weiß, es kann sein, dass ich jetzt nach Europa komme oder dass ich dann Sklavenarbeit mache. Ein Mensch, der das Risiko auf sich nimmt, glaubst du, dass dieser Mensch nicht bereit wäre, wenn er die Möglichkeit bekommt, hier einen Job anzunehmen und zu arbeiten? Also das ist, glaube ich, ein Mensch, der bereit ist, natürlich, aber es würde vermutlich wesentlich mehr kosten, ihm erstmal Deutsch beizubringen und den dann eben entsprechend auszubilden, wenn es auch Leute gibt, die eben schon bereits ausgebildet sind und aus diesen Ländern heraus dann ein Arbeitsvisum beantragen könnten, ne, hat man vermutlich eine wesentlich höhere Prozentzahl an Leuten, die dann auch tatsächlich wertvolle Arbeit bringen. Unabhängig davon, unabhängig jeder Moral, ob es menschlich ist, zu sagen, Menschen dürfen nicht hierher kommen. Ich mache jetzt den Kapitalisten. Wir rechnen plus, minus, wir haben, was kommt unter Strich aus? Wenn jeder Mensch, der erwachsen ist, hierher kommt und seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen möchte, ist ein Riesengewinn für eine Volkswirtschaft. Weil das ist ein Mensch, der nicht 18 Jahre lang versorgt werden muss von seiner Familie, durch Familienbeihilfe, der nicht versorgt werden muss durch Schulbildung. Das ist ein Mensch, der schon körperlich ausgebildet ist, den muss ich jetzt nur in Weiterschulungen führen. Den muss ich vielleicht für 3 Jahre ausbilden, dass er ein ausgebildeter Pflegekraft ist. Ich kenne den Take, aber... Und für den Fiskus, wenn man sich jetzt anschaut, was dieser Mensch an Abgaben zahlt, was dieser Mensch, wenn er dann arbeitet, an Steuergelder wirtschaftet. Ich glaube nicht, dass das der Staat durch Steuern finanziert, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht es nur Sinn, Menschen hierher migrieren zu lassen. Soweit ich weiß, kostete der durchschnittliche Migrant seit 2015 den Staat etwa 500.000 Euro. Und wie viel bringt er ein in Form von gesteigerter Wirtschaftsleistung, in Form von Abgaben, die er selber leistet? Ist das mehr, als die durchschnittliche Person nach diesem durchschnittlichen Alter dann in seinem Leben noch erarbeiten kann? Also zumindest müsste er überdurchschnittlich viel danach erwirtschaften. Aber er konsumiert ja auch. Also er bietet ja auch gesellschaftliche Nachfrage. Ich bin mir sicher, dass wenn man eine gewisse Methodologie anwendet und gewisse Zugewinne für die Volkswirtschaft herausrechnet, dass man zu dem Schluss kommt, ja, der kostet extrem viel Geld in Form von Ausbildung, in Form von Sozialleistungen. Aber das, was ich gesehen habe, und das sind lange, breite Meta-Analysen zu dem Thema, dass auch konservative Thinktanks jetzt in den Vereinigten Staaten, Manhattan Institute zum Beispiel, Cato Institute, dass auch die zu dem Schluss kommen, wenn wir uns, die sagen dann ja, aus kultureller Sicht haben wir Bedenken, weil die halt schon Republikaner sind, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, es zu erschweren, dass Menschen hierher reisen, egal welche Qualifikation. Es kommt ja ein bisschen drauf an, also das Problem ist halt, dass man die Ressourcen erstmal schaffen muss, um die eben entsprechend zu integrieren. Und wenn es halt eben so ist, dass die überdurchschnittlich kriminell sind, dann muss man sich halt auch klar sein, dass es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass mehr von dieser Gruppe dann auch
für eine allgemein höhere Zahl an Kriminalität. Ich würde jetzt noch mal die Frage stellen, wieso sind diese Menschen, die herkommen, kriminell? Vermutlich die Sozialisierung. Also wenn ich in einem Krieg aufwachse und schon als Kind sehe, wie irgendwie Leuten in den Kopf geschossen wird oder es normal ist, dass man sich bei einer, keine Ahnung, Traumata, Schlägerei oder sonst was absticht, wenn das passiert da während der Kindheit, gewöhnt man sich daran. Dann hat man Traumata, dann ist man so sozialisiert und wird wahrscheinlich einen Teil davon hier ja mitbringen. Was macht man, wenn eine Person ein Trauma erfahren hat? Jetzt hier in Österreich. Wenn ich jetzt ein Trauma erfahren habe und ich gehe zum Arzt und sage, hey, weiß ich nicht, vielleicht wurde ich fertig. Das war ein Trauma für mich. Was wird mir dieser Arzt dann sagen? Naja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder in psychologische Betreuung gehen. Hier gibt es ein paar Adressen. Ich kann Sie auch zu einem Psychiater schicken. Wenn Sie das schon versucht haben und Sie glauben, Sie brauchen Medikamente, dann kann man damit so umgehen. Das heißt, wenn jetzt hier jemand herkommt mit irgendeiner psychischen Störung, die darauf fußt, dass er halt in jungen Jahren sehr viel extreme Gewalt erfahren hat, dann kann man damit so umgehen und vielleicht die Tendenz vermindern, dass dieser Mensch gewalttätig ist. Das heißt, es gäbe eine Möglichkeit, das zu verhindern. Ein weiteres Ding, wenn ich jetzt sage, es wird ja oft der Take gebracht, dass das irgendwie eine Kultur ist, die Frauen, sagen wir es oft, es ist eine Religion, die Frauen wie Dreck behandeln. Das wird ja oft gesagt, ist häufig gar nicht so extrem, aber kommen die halt her. Okay, noch einmal die Frage, jemand, der bereit ist, dem Tod am Mittelmeer zu riskieren oder sich in die Hände von Menschenhändlern zu begeben. Wenn ich diesem Menschen den Anreiz gebe und ihr sage, hey, wenn du dich an unsere Gesetze hältst und nicht ins Gefängnis kommst, dann hast du hier eine wirtschaftliche Perspektive, dass du nicht verhungerst. Ja, aber ich bin mir sicher, dass die auch in der Lage sind, sich daran zu handeln. Sicher, aber das sind halt dann nicht, erstmal, das sind dann nicht die Traumatisierten, die zu Gewaltverbrechern und Vergewaltigern werden und sonst was. Behandeln. Ja, aber nicht unendlich viele. Und vor allem nicht, wenn diese Traumatisierten dann weitere traumatisierte Menschen produzieren. Wir hätten Ressourcen. Wie viele Ressourcen? Hätten wir unendlich viele Ressourcen? Also wir haben derzeit in Österreich ca. 300.000 arbeitssuchende Menschen. Die ist auch schön gerechnet. Also wir haben wahrscheinlich ca. 500, schwer zu sagen, bleiben wir bei 300.000. 300.000 offiziell Arbeitslose, die man in Umschulungsprogramme stecken könnte. Da gibt es jetzt vielleicht nicht alle 300.000 in der Lage. Psychologe werden ist jetzt nicht Es geht nicht um Psychologe, es geht auch Sozialarbeiter. Ja. Wenn ich Anreize schaffe, dass Sozialarbeiter bekämen gutes Geld, wären gesellschaftlich angesehener Beruf, dann würden sich auch mehr Menschen dafür bereit erklären. Das Problem ist, dass... Sicherlich, aber wenn wir jetzt schon zu wenige haben, wird es dann besser... Ich glaube gar nicht, dass wir zu wenige haben im Sinne von... Also ich glaube, wir geben zu wenig aus. Ich glaube, wir stellen zu wenige an. Ich glaube, dass viele Menschen... Aber müsste dann nicht erstmal das Ziel sein, genug davon auszubilden, genug davon zur Verfügung zu stellen und dann das System weiter zu belasten? Weil wir können uns ja einigen, wenn wir traumatisierte Menschen hereinholen, die überproportional kriminell sind, die überproportional so sozialisiert und traumatisiert sind, ist das eine Belastung fürs System. Und wenn eben viele Menschen es so empfinden, dass das System jetzt schon überlastet ist, weil schon, wie du wahrscheinlich ja auch sagen wirst, jetzt schon nicht... Würde ich vielleicht die Empfindung hinterfragen. Jetzt schon nicht genug Ressourcen da sind für die Menschen sie in vielen Bereichen. Sie werden nicht freigesetzt. Es wird nicht genug. Du kannst sie nicht in Anspruch nehmen. Es wird von Staatsseiten nicht genug bereitgestellt. Also ich rede jetzt gerade nur davon, ob man die in Anspruch nehmen kann. Also es kann nicht genug in Anspruch genommen werden für viele. Viele kriegen nicht die Versorgung, die sie bräuchten und so weiter. Dann werden die vielleicht potenziell sagen, man müsste erstmal weniger Migration machen, damit das System weniger belastet wird. Und dann kann man ja durchaus auch einzelne Sachen ausbauen. Und dann könnte man ja wieder diese Belastung dem System zutrauen oder eben auch wirtschaftlich sinnvolle Migration ermöglichen. Und diese jede Migration ist wirtschaftlich sinnvoll, aber ja gut. Nein, nicht jede. Also wenn jemand herkommt, wenn ein junger Mann herkommt, der hier straffällig wird, dann zum Beispiel... Ein Einzelner ist vielleicht nicht, aber wenn man grundsätzlich Migration, alle Menschen, die hierher kommen, nimmt, da hat man einerseits den Überflieger und andererseits vielleicht den Straftäter. Es gleicht sich so aus. Wie viel Prozent der Migranten seit 2015 sind beschäftigt? Kann ich dir nicht sagen. Also das hängt aber auch oftmals mit schwierigen... Also warum viele nicht angestellt sind, das kann ich vielleicht sagen. Es gibt ein großes Problem mit, dass Abschlüsse anerkannt werden in Deutschland. Deutschland ist da extrem restriktiv. Also wenn man sich das gerade aus der Ukraine anschaut, viele Menschen sind ausgebildete Ärztinnen und Pflegekräfte, die herkommen, bekommen das nicht bewilligt. Aber dann erkennst du ja schon mal an, dass sie nicht angestellt sind. Ja genau, aber warum?
Ja, aber weil sie nicht wollen oder weil die du sagst, sie sind wirtschaftlich sinnvoll. Dann sollte der Take eher sein, sie könnten wirtschaftlich sinnvoll sein. Weil ich meine, es ist wirtschaftlich sinnvoll, Migration herzuhaben. Wenn ein Staat dieses wirtschaftliche Potenzial nicht ausnutzt, ja, da können ja die Menschen, die herkommen, nichts dafür. Nein, aber dann ist es ja trotzdem so, dass sie nicht wirtschaftlich sinnvoll sind. Warum? Aber warum soll ich wer daran die schuld Menschen ist, ist ja dafür erstmal egal. Aber warum soll ich die Menschen dafür bestrafen, die herkommen, die arbeiten wollten? Moralisch nicht, aber dafür, praktisch dass der schon. Job, dafür, dass der Staat dumm ist. Also moralisch natürlich ist das nicht deren Schuld, aber trotzdem hast du ja... Hast aber du dann klopfe ich doch an der falschen Tür an, wenn ich mich bei den Migranten beschwere. Dass ich will ja nicht, dass du dich bei den Migranten beschwerst, aber wenn du sagst, Migration ist wirtschaftlich sinnvoll, ich sag dir dann, sie ist nicht wirtschaftlich sinnvoll und du sagst dann, ja, die ist nicht wirtschaftlich sinnvoll, weil der Staat es nicht richtig nutzt, dann ist sie ja immer noch nicht wirtschaftlich sinnvoll. Ja genau, aber dann ist die Antwort nicht, wir machen weniger Migration, sondern ist die Antwort, Staat, kraft dich mal, erkenn diese Abschlüsse an. Mhm. Weil du hast du bist gerade in einer Rezession, also jetzt raff dich mal. Ja, ist ja auch schwierig, weil eben viele Abschlüsse aus dem Ausland auch nicht nach den deutschen Standards zum Beispiel vorhanden sind. Also du das hast ist die Begründung, das frage ich mich tatsächlich, ob das wirklich so ist. Ich würde davon ausgehen, dass... In Österreich ist das nicht so zum Beispiel. Und ja, ich kann sagen, unser Pflegesystem mangelt nicht daran, dass die Menschen nicht ausgebildet sind, sondern dass wir zu wenige haben. Selbe in Deutschland. Also ich würde davon ausgehen, dass in Ländern wie Deutschland und Österreich die Ausbildungen schon wesentlich genauer kontrolliert werden. Es gibt natürlich auch Länder, wo das ebenfalls sehr genau gemacht wird. Gerade Ukraine als sehr korruptes Land könnte ich mir vorstellen, dass da einige Sachen auch gekauft sind. Ich denke, aber umso ärmer und korrupter... Staat, ja? Dann sage ich ja, macht's das einmal, zwei Monate. Wir haben Abteilungsleiterinnen, die schauen sich das an und dann, aber darum geht es ja nicht. Das also bei nicht Ärzten darum, würde ich das jetzt mal nicht machen. Ich rede ja nicht von Ärzten, ich rede jetzt von Pflegekräften. Also, ja, ist auch bei Pflegekräften würde ich es nicht machen. Wieso nicht, wenn da jemand über die Schulter schaut, der kann ja relativ schnell dann sagen, sagen wir nicht zwei Monate, sagen wir einen Monat. Aber dass das überhaupt nicht versucht wird, das deutet für mich auf eine Politik hin. Und ich würde dann vielleicht von dem Thema weggehen, weil wir wollen ja noch... Ja, wir reden ja quasi darüber, ob das, also wir sind ja hier drauf gekommen, weil du quasi den Take gebracht hast, Migration ist nur ein ablenkendes Thema. Und ich möchte quasi nur verteidigen, warum das Thema schon eine Berechtigung hat, ohne dass ich jetzt hier irgendeine radikale Position einnehme. Ich meine, es hat eine so. Berechtigung. Ich würde sagen, dass es nicht sinnvoll diskutiert wird. Weil das, wie wir jetzt gerade darüber sprechen, sind diese Arbeitskräfte mobilisierbar, so wieder nicht drüber diskutiert. Da wird gesagt, die kommen her und die werden erst einmal unter Generalverdacht gestellt, wenn jetzt die Antwort auf Solingen sein soll, ja, jetzt gehen wir gegen Menschen, die einen Asylantrag stellen, härter vor. Was? Wir gehen härter vor gegen Leute, die ausreisepflichtig wären, die kein Asylrecht in Deutschland haben. Aber die Frage ist jetzt, okay, da können wir gleich noch, warum das häufig komplizierter ist, als dargestellt wird. Die Frage ist der Situation irgendwie geholfen, Menschen, die hier einen abgelehnten Asylantrag haben, dann auch noch die Sozialleistungen zu kürzen? Ist das nicht dann noch eher ein Anreiz, dass diese Menschen sagen, alter, fick die Gesellschaft, wenn ich nach Afghanistan zurückgeflogen werde, dann sterbe ich eh? Wenn sie dort nicht sterben? Ja, erstens einmal, weil kommt drauf an, warum sie geflohen sind. Wenn sie Christen sind, dann sind sie halt gefickt. Ja, und warum fliehen sie aus Afghanistan nach Deutschland? Ob sie aus Afghanistan nach Deutschland fliegen? Also sie haben Deutschland sie haben kein, immer noch schöner als in Griechenland. Sie haben kein Asylrecht in Deutschland, wenn sie aus Afghanistan kommen, weil Afghanistan nicht an Deutschland grenzt. Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Brechen wir internationales Recht, indem wir sie in Gebiete schicken, die nicht bewohnbar sind? Das ist das eine. Und wenn wir jetzt sagen, ja, Afghanistan... Griechenland ist nicht bewohnbar? Türkei ist nicht bewohnbar? Da würde ich gleich darauf eingehen, wieso das oft nicht funktioniert. Nach Afghanistan abschieben, warum das nicht geht. Erstens, weil wenn sie Christen sind oder Homosexuelle sind, sind sie tot oder sie werden dort zu Terroristen ausgebildet. Das heißt, das kann der deutsche Staat ja auch nicht wollen. Dass man Menschen, die hier sind, dass man die in ein Land schickt, wo sie zu Terroristen ausgebildet werden, nur dass sie dann dort der Taliban. Ja, deswegen müsste ja vor Ort Hilfe denen zukommen. Also genau. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, genau, mit den Dublin-Verfahren. Also ich glaube, ich wollte nur ganz kurz nochmal darauf zurück. Ich hatte eigentlich nur den Take bringen wollen, dass Solingen quasi nur ein Aushängeschild, ein populistisch sehr starkes Beispiel für ein gesellschaftliches Problem ist. Ja, jetzt ist nur die Frage, ist es ein tatsächliches Problem? Und wenn man das auf Basis der PKS argumentieren möchte, das ist keine gute Faktenlage, weil das halt erstens einmal, es spiegelt eine gewisse Sicht auf Kriminalität wieder
Und diese Sicht ist, die kann verzerrt sein. Wir wissen, wie struktureller Rassismus in der Polizei funktioniert. Amerika ist da das perfekte Beispiel. In Deutschland ist es weniger krass, aber das sehen wir auch. Tendenzen von Racial Profiling. Alles das verzerrt die Statistik, weil wir schauen uns ja nur Verhaftungen an. Wir schauen ja nicht dann, was tatsächlich die Urteile aber sind. Aber verzerrt da nicht auch die Statistik, dass zum Beispiel frisch Eingebürgerte dann auch zu den Deutschen zählen? Also du kannst ja relativ schnell genau, eine Einbürgerung bekommen. Genau, deswegen ist es schlecht. Deswegen kann man aus dieser Statistik nichts ablesen. Aber das wäre ja dann quasi wieder eher ein Antimigrationspunkt, den jetzt man da auch einrechnen könnte. Haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wie groß diese Effekte sind. Genau. Und das abzuschätzen, das machen andere Datensätze, die tatsächlich besser geeignet sind als nur die PKS. Also es gibt, also ich meine, die Soziologie ist in dem, ist extrem stark, was diese was Kriminalitätsdaten angeht. Da muss man sich nicht auf die PKS verlassen. Nur der Grund, warum man, warum die deutsche Debatte sich immer darum dreht, ist, weil es ein angenehmes Bild zeichnet. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund angenehm kommen her. Angenehm für wen? Also ich denke für... Angenehm für Rassisten. Angenehm für Menschen, die das Problem bei Menschen suchen wollen, also die nicht biodeutsch sind. Ich bin ja kein Rassist. Also es geht ja Rassist, dafür müsste ich ja irgendeine rassische Ideologie vertreten oder sagen, das liegt an deren minderwertigen Genen oder sonst irgendwas. Das wäre ja dann tatsächlich du rassistisch. Du musst nicht Rassist sein, also du musst nicht wirklich ein Nazi sein, dass du sagst, es hängt von deren Schädelform ab, um ein Rassist zu sein. Das würde ich nicht teilen. Ja, wenn du es essentialistisch eher, zurückführst, auch wie über Kultur diskutiert wird, also wenn man sich das anschaut, wie auf manchen AfD-Veranstaltungen, da wird nicht gesagt, ja, Islam ist eine frauenfeindliche Kultur, sondern da wird teilweise gesagt, das sind Barbaren. Die haben eigentlich keine Kultur. Gibt die, das sind auf einer kulturellen minderen Entwicklungsstufe. Das wird auf AfD-Veranstaltungen gesagt. Ja, also ich würde sagen, islamistische Werte sind nicht auf dem gleichen Stand wie unsere. Also ich würde sagen, wenn in der Religion es das würde ich auch so sagen, ausgelebt aber Sie wird, sagen ja nicht einmal, dass das eine Kultur ist. Das ist eine Art von Nichtkultur. Das ist etwas anderes als wir. Aber nicht nur etwas anderes im aber Sinne von, ich würde da so gibt es Unterschiede, Werte, sondern das ist was, kategorisch anderes. Und dieses der Kultur absprechen, da findet sich dann halt der Rassismus wieder. Ich finde, es ist keine Kultur und kein Wert, wenn es legal ist, homosexuelle Juden und Frauen wie Dreck zu behandeln. Es ist per Definition eine Kultur. Ich finde diese Kultur scheiße, aber es ist eine Kultur. Kultur ist einfach nur das, was eine Gesellschaft an Werten und informellen Normen deklariert, nach denen man sich verhalten muss. Sagen wir mal man so, kann sagen, es ist eine barbarische Kultur, es ist eine Kultur, die wir nicht haben wollen. Aber dadurch, dass das essentialisiert wird eben als Non-Kultur, als etwas, was untergesellschaftlich ist eigentlich, das aber ist halt, ist da, das, macht man, da macht man aber die zu Tieren. Aber ist das nicht genau das, was du immer kritisierst, dass man eben verschiedene nicht vergleichbare Konzepte von Moral und Ethik miteinander gleichsetzt irgendwo, also dass du quasi sagst, das ist hier eine Kultur, das ist die andere Kultur. Ich würde schon sagen, man kann sagen, manche Kulturen sind besser, aber man muss es als Kultur wahrnehmen und nicht als triebgesteuerte Tiere. Weil das tut man, wenn man sagt, es ist keine Kultur. Weil wenn wir uns das vorstellen, wir sind Menschen, wir haben gewisse Triebe und das, was wir darüber bauen, der Grund, warum ich, wenn ich auf dich wütend bin, dich nicht tot haue, ist, weil es die Norm gibt, das machen wir nicht. Ob du jetzt weil du dann ins Gefängnis kommst. Ja, ob es jetzt im Gesetz steht oder weil es gab, bevor das positive Recht gegeben hat, wo haben sich die Menschen auch nicht die ganze Zeit den Kopf eingeschlagen, weil so funktioniert Zusammenleben nicht. Das ist das, was wir darüber bauen. Ja. Das ist die Kultur. Und eine Kultur ist einfach nur jegliche Form von Verhaltensnormen, die akzeptiert sind in einer gewissen Gruppe. Das kann ganz Österreich sein, das kann die Punk-Szene sein, was auch immer. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, das gibt's, die haben keine Kultur, dann reduziere ich sie auf das Triebgesteuerte und dann mache ich sie zu Tieren. Und wenn ich das essentialisiere, dann ist Rassismus. Ich verstehe, was du meinst, aber du könntest ja auch sagen, das ist... Ich sag mal so, das hat man ja in verschiedenen Gruppen gemacht, dass man sagt, das sind keine Menschen, das sind Tiere, was auch sonst. Zum Beispiel bei Nazi-Deutschland wurde das ja sicherlich auch so gemacht, dass man gesagt hat, das sind Ratten oder das ist ungeziefer. Genau, weil man das eben so weit abwerten wollte und weil man sich da eben rausnehmen wollte. Zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, Parasiten, es kann ja richtig sein. Ja. Wenn ich jetzt auf ein System angewiesen bin, das mir sozial ist, dann kann man das biologisch umdeuten als Parasit. Ja. Aber indem, dass ich den biologischen Raum oder den biologischen Diskurs in den Vordergrund stelle und eben nicht einen gesellschaftlichen, deute ich ein bisschen an, naja, das ist eher Natur, das ist nicht so gesellschaftlich und das ist nicht Kultur. Ich sag mal so, das ist ja das Problem, wenn man jetzt, darum ist der Begriff Parasit so belastet. Ja, aber man nimmt ja quasi nicht zwangsläufig das
Man nimmt ja quasi nicht grundsätzlich dann eine andere Rasse, eine andere Ethnie als Begründung dafür. Man könnte ja auch sagen, zumindest theoretisch, dass diese Menschen einfach ein sehr dunkles Menschenbild haben und davon ausgehen, dass wenn man so sozialisiert wird, wenn man in einer Gruppe mit diesen Werten oder dann eben Nicht-Werten ist, dass man dann so wird. Also es heißt ja nicht, dass diese Leute, die davon reden, dass das eine Nicht-Kultur ist. Das wird ja nicht drüber diskutiert, da wird ja nicht... Aber das impliziert es ja nicht zwangsläufig. Es impliziert es nicht zwangsläufig, aber wenn man sich anschaut, wie darüber gesprochen wird in AfD-Kreisen... Sicherlich. Also ich meine, also du kennst ja sicher, ich weiß nicht, wie die heißt, die alte Frau Ritter. Ja? Haus mit die Viecher. Das ist ja der Tenor. Ja, in Teilen. Es gibt sicherlich rassistische Ausfälle innerhalb der AfD und so weiter. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Götz Kubitschek und Benedikt Kaiser so publizieren. Doch, ich kenne schon genug davon. Und das sind die Rätelsführer, wenn man so will. Die haben sehr enge Kontakte. Der Benedikt Kaiser, einer der Denker der Neurechten, der hat halt einfach ein fucking Büro im Bundestag im Dienste der AfD. Ja, ja, klar. Also ich möchte gar nicht sagen, dass die AfD nicht rassistisch ist oder sonst was, aber wir sind jetzt auch ziemlich abgedriftet in das Migrationsthema. Ja, lassen wir das. Vielleicht allgemein recht. Was ich nur in den Vordergrund stellen würde, das Problem für mich ist nicht, dass es... Dass es Rechtsextreme gibt. Das hat es schon immer gegeben. Das Problem ist, dass diese rechtsextremen Denkmuster Anklang finden in der nicht rechtsextremen Bevölkerung und damit oder auch in der nicht extremen Parteien. Bestes Beispiel, schau dir die Ampel an, wo die mittlerweile rechts ist. Ich habe einen Artikel gelesen von Cem Özdemir in der FAZ. Mhm. Das glaubst du, das ist ein CSUler von vor einem Jahr. Ich kann dir den dann gerne vorlesen. Oder ich kann Cem Özdemir hat schon mal einen Tweet von mir geliked. Interessant. Ich kann den, das ist lustig, würde mir zu denken geben, wenn ich Cem Özdemir wäre. Also, da soll man noch einmal sagen, dass die Grünen so links abgedriftet sind. Wir merken eine ganz klare Diskursannäherung also bei Cem, und das ist ja das Problem. Also bei Cem Özdemir können wir das erkennen, was allgemein auch bei den Grünen in Baden-Württemberg sehr stark vorhanden ist. Dass die sich rechts und konservativ geben, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg auch viele Leute, die vermutlich eigentlich eher CDU wählen würden, dann Das ist Habeckismus, ja, das ist dieses programmatisch flexibel sein. Ja, sicherlich. Und das ist ein großes Problem, dass man einfach diesen Diskursraum in eine Richtung öffnet. Bestes Beispiel, Bezahlkarte oder Sachleistungen. Vor zwei Jahren hat die AfD Sachleistungen und Bezahlkarte gefordert. Mittlerweile vertritt das Hubertus Heil, SPD, was willst du? Also das ist eher das Problem. Aber was wäre denn die Lösung? Wir werden noch linker und dann werden die Leute bestimmt aufhören, AfD zu wählen? Noch linker. Ich würde sagen, dass ein großes Problem ist, dass 1000 Sendungen darüber gemacht wird, auch in Österreich. Was jetzt sicherheitspolitisch zu tun ist. Und dann wird immer gesagt, wir müssen härter gegen Migration vorgehen. Da sitzen in den seltensten Fällen tatsächlich Soziologinnen drin oder Kriminologen, die das tatsächlich untersuchen. Wenn wir extremistische Gewalt haben, wie lässt sich das verhindern? Sondern da sitzen Politiker drin, die eine politische Message aussenden. Kann sein, dass ein Politiker einen richtigen Take bringt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber die operieren unter einer anderen Logik als Wissenschaftlerinnen, die gerne auch andere, es gibt ja auch in der Wissenschaft unterschiedliche Ansätze dazu. Mhm. Aber das ist dann eine andere Form von Diskurs. Und diesen Diskurs müsste man führen, wenn man die Menschen aufklären will, was funktionieren kann. Stattdessen wird immer nur gesagt, aber wir müssten da schon mehr Kante zeigen. Also das ist ja Tenor von jeder Sendung. Das Problem ist ja sicherlich, also wenn du jetzt sagst, es bräuchte eine sachlichere Aufklärung, dann kann ich dir da schlecht widersprechen. Die Frage ist, ob die dann eingefärbt ist oder nicht. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Wenn du wenn man der Soziologie zuhört, da kommen halt keine rechten Thesen raus. Weil Rechte essentialisieren. Ja, das liegt an deren psychischer Verfassung. Das liegt nicht am sozialen Umfeld, dass die irgendwie darauf angewiesen sind, wenn sie ihre Familie ernähren wollen, dass sie Teil von diesen Strukturen sind, von diesen Clanstrukturen. Jetzt nicht unbedingt als Schwerverbrecher, aber so als Kleinkriminelle, als Drogendealer, was auch immer. Ja. Dann werden die gebastelt und sind einmal im Gefängnis. Und das sind dann diese Zyklen, die verhindern, dass Menschen, die keine Absprechung haben, sich hier integrieren können. Okay, wir sind jetzt wieder im Migrationsthema. Wie gesagt, denke, man kann sich darauf einigen, dass zumindest mit dieser Überrepräsentation die Migration ja trotzdem eine Belastung für das System ist. Du meinst, es wäre eine Belastung, die stemmbar wäre. Fest steht, gerade dann in den Bereichen, die du meintest mit
Psychologe oder sonst was, was Leute, die traumatisiert dann sind, überproportional traumatisiert dann sind, vermutlich eher bräuchten, wäre ja dann ein Bereich, der weiter belastet wird. Auch wenn man die Ressourcen dafür hinkriegen könnte, laut dir, müsste man ja das dann trotzdem erstmal machen. Und das immer noch gar nicht bei Remigration. Also ich meine, wenn man sich anschaut, die AfD-Forderungen, ja? das würde Deutschland kaputt machen. Also ich sage auch jetzt schon, dass Deutschland wirtschaftlich nicht in einer guten Verfassung ist, mit dem ganzen Rezessionsding und so. Aber das größte Problem ist einfach, dass Deutschland da, wo eh schon Fachkräfte fehlen, gerade in der Pflege, gerade in der Medizin, auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist. Das heißt, wenn man alle Menschen, die nicht biodeutsch sind, was manche in der AfD fordern, nicht alle, aber das Remigrationskonzept ist in der AfD eigentlich schon sehr populär, wenn man die ausweist aus dem Land, dann kommt es zu noch stärkeren Engpässen, was Pflege angeht, was Gastronomie angeht. Also zumindest damit kann man kein Land machen. Ja, also zumindest offen fordert das relativ wenige, soweit ich weiß. Also ich möchte jetzt gar nicht mal allen unterstellen, dass sie die Wahrheit zwangsläufig sagen. Also soweit ich weiß, sind so selbst die härtesten Pro-Remigrationsleute eigentlich eher dabei zu sagen, die nicht richtig integrierten, ne? Und die müsste man dann erstmal dazu verpflichten, sich entsprechend zu integrieren, und dann könnte man, falls sie das nicht tun, diese Ausweis. Soweit ich weiß, ist das so zumindest der öffentliche Take dazu. Dann wiederum, wir wissen, was bei diesem Treffen in Potsdam geredet wurde, da geht es nicht darum, den Begriff, den Sellner gewählt hat, war nicht assimiliert. Und nicht assimiliert ist kein konkreter Begriff. Den kann man auslegen, relativ flexibel. So, wir mussten uns kurz umpositionieren, weil da gerade ein Straßenmusiker kam. Remigration, glaube ich. Genau. Ich möchte das Thema Remigration eigentlich eh nicht verteidigen. Ich denke, es ist ein ganz geschickter Sammelbegriff, um gemäßigte Takes, die auch in der Mitte der Gesellschaft noch ankommen können, mit tatsächlich rechtsextremen Ideologien oder auch der Forderung nach der Umsetzung von Ethnopluralismus oder sonst was zu verbinden. Deswegen, es ist ein Begriff, der ist sehr schwammig gewählt, der umfasst sehr viel, und deswegen halte ich ihn auch für recht gefährlich und würde den auf jeden Fall nicht benutzen oder Remigration fordern. Und gerade jetzt dem Martin Sellner vertraue ich auch nicht unbedingt, dass der genau das fordert oder dann vorgibt zu fordern, was er tatsächlich ist. Kleiner Seitenhieb an dem Rande. Also an dem Rand, der Stelle. Ich bin immer dabei bei Seitenhieben gegen den Aggressor. Ja. Da bin ich immer zu Stelle. Da haben wir wenigstens eine Gemeinsamkeit. Also das ist halt für mich das Problem. Bestes Beispiel auch Bezahlkarte. Am Anfang eine Forderung von der AfD, mittlerweile CDU komplett dahinter. Und aber auch Hubertus Heil jetzt. Also man sieht einfach diese Diskursverschiebung, und das ist für mich eher das Problem. Aber meinst du, es ist das Problem, dass die CDU das auch fordert mittlerweile, oder ist das Problem, dass die AfD quasi, also wir waren ja bei Remigration, dass die AfD quasi theoretisch mit solchen Begriffen verschleiern könnte, was die tatsächlichen Forderungen sind und da was drin ist, was wir beide jetzt ablehnen oder für extremistisch befinden, ne? Aber halt gleichzeitig auch Sachen, die potenziell in der Mitte der Gesellschaft stehen und die demokratisch auch umsetzbar wären. Also dass diese zwei Sachen miteinander verbunden werden und dadurch Menschen für Sachen kämpfen, die sie eigentlich am Endeffekt gar nicht wollen. Ja, ich meine, schwer zu sagen. Ich meine, ich unterstelle jetzt den CDU-Wählern schon, dass sie wissen, was sie tun. Und ich unterstelle jetzt auch der CDU, dass sie sehr genau weiß, welche Rhetorik, welche Wählanschauung sie unterstützt, wenn sie den Generalverdacht des Sozialleistungsmissbrauchs gegenüber Menschen, die hier Asyl beantragen, formulieren. Also die wissen das schon genau, das ist für sie halt politisch opportun. Und das Problem ist einfach, dass dadurch, dass man damit scheinbar Wahlerfolge generieren kann, sich die CDU dem widmet, jetzt auch die SPD, das Zitat, das oft gebracht wird, ist halt, wir müssen im großen Stil abschieben, alles das sind Aber wenn Dinge, die Leute das wollen, was soll man dann machen? Wenn die Demokratie, eine Mehrheit der Leute, das halt möchte, soll man dann einfach sagen. Ich sage nicht, dass es verboten wird, sowas zu machen. Nur es ist halt schlecht. Es bringt dem Land nichts. Du findest es schlecht. Oder du argumentierst dafür, dass es schlecht ist. Die Frage ist, ja, was sollte denn eine politische Partei jetzt machen? Ich meine, die kann natürlich sagen, das ist Blödsinn. Dann werden aber die Leute die Partei halt nicht mehr wählen. Ich richte mich ja nicht nur an die politischen Parteien. Also eine politische Partei die ist immer opportun, deswegen bin ich jetzt auch nicht so, dass derjenige sagt, die politischen Parteien müssen da jetzt die Ehrenrettung des wertvollen Diskurses antreten,
sondern es geht darum, dass sich Journalistinnen und Journalisten ihrer Aufgabe bewusst werden, gerade beim öffentlich-rechtlichen, gerade bei den Institutionen, wo man Qualitätsjournalismus erwarten würde, und nicht einfach mitgehen, was von, ich will jetzt nicht sagen vorgegeben, aber was man eh schon in der privaten Sphäre bei Springer lesen kann. Aber diese Debatten, die werden einfach übernommen und auch Parteischlagworte werden einfach übernommen. Aber allgemein habe halt ich ein großes Problem mit den Talkshows, aber das ist ein anderes Thema. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch die Verpflichtung, die Themen anzugehen, welche die Gesellschaft interessiert. Die haben ja jetzt nicht den Auftrag, den Menschen... Sie haben auch einen Bildungsauftrag und wenn die politische Debatte ungebildet ist, dann ist es auch Aufgabe der Medien. Aber die Gewichtung ist ja nichts, was man so objektiv nach Kriterien festlegen kann, zwangsläufig. Wenn jede zweite Talkshow auf ARD, ZDF zum Thema Sicherheit, Migration, Asyl geht, dann ist das zu viel. Und das haben wir. Also ich habe jetzt keine Statistiken bei mir, aber ich kenne die ganzen Lanz-Sendungen. Dazwischen haben wir, das, was wir jetzt gehabt haben, war, dass Anton Hofreiter bei Markus Lanz gesessen ist und gesagt hat, er findet es gemein, wie die Union über die Grünen redet. Aber danach geht es halt wieder darum, haben wir genug Anreize für Arbeit in dem Land? Und das nächste Ding ist wieder, haben wir einen Missbrauch von Sozialleistungen? Also es ist einfach dieser Tenor und das ist halt das Problem, weil der deutschen Wirtschaft geht es nicht schlecht, weil Sozialleistungen missbraucht werden. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht, weil nicht investiert wird. Aber denkst du ernsthaft, das Problem ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu rechts oder zu populistisch berichten? Ja. Wirklich? Fix. Also ganz eindeutig. Nicht, weil sie mitgehen, nicht, weil sie sagen, ja, Remigration macht Sinn, sondern weil nur diese Themen stattfinden. Es findet nur Sicherheit, Migration aber, und sind die Sozialleistungen zu hoch statt. Alles aber CDU, AfD. Denkst du nicht, dass das, ja genau, also die AfD-Themen werden übernommen, es wird auch sehr häufig über die AfD gesprochen, aber meistens mit dem Untertenor, bitte wählt nicht die Partei, oder? Ihr wählt nicht die AfD, aber genau. Das heißt nicht, dass diese Probleme nicht trotzdem die großen Probleme sind. Und ich kann den lieben langen Tag in den Vordergrund stellen, ja, wählt nicht die AfD. Aber all die Probleme, auf die die AfD seit 5 Jahren hinweist, dahingestellt sei, ob das Probleme sind oder nicht, die sind ganz schlimm. Und die muss man auf jeden Fall, und dafür haben die Parteien scheinbar keine Lösung. Wie sehen Sie das, Herr Habeck? Und dadurch, dass man halt die ganze Zeit diese Themen bedient, aber... Ich meine, da gehst du jetzt davon halt aus, genau dass AfD Menschen gewählt wird. Ja, die Frage ist, inwiefern kann man sich quasi als Autorität darüber stellen und sagen, die Themen, die Menschen interessieren, sind die falschen. Oder wir sprechen jetzt nicht über die Themen, die Leute interessieren, weil wir besser einschätzen können, was wichtig ist. Das halte ich ja dann auch für recht autoritär. Ich sage nicht, dass ich besser einschätzen kann. Ich kann nur sagen, dass gewisse Themen gar nicht stattfinden. Wie ist es, arm zu sein in Deutschland? Wie viele Talkshows wird darüber geführt, wie hart es ist, mit Bürgergeld zu überleben? In wie vielen Talkshows wird gefragt, kann es nicht sein, dass sogar das Bürgergeld zu gering ist? Also das ist eine Frage, die ich in der Talkshow noch nie gehört habe. Noch ja, nie. Aber wie groß ist der Anteil der Menschen, die das in Deutschland sich fragt? Ich glaube, wie viele Menschen beziehen das Bürgergeld in Deutschland? Ich glaube, dieser Anteil der Menschen fragt sich das. Dieser Anteil sicherlich, aber das ist ja immer noch eine Minderheit. Also ja, sicherlich genau, gibt es auch soziale Themen, die gerade im Wohnungsbau oder sonst was, was unterrepräsentiert ist. Es ist eine Minderheit, die sagt, dass Remigration notwendig ist. Ja, aber es wird ja auch nicht darüber gesprochen. Niemand hat jetzt eine... Ja doch, der Tino Kopala wird gefragt, ob Migration notwendig ist, logischerweise. Aber es wird gefragt, ist Migration notwendig? Es wird nicht gefragt, ist Bürgergeld zu niedrig? Das wird nicht gefragt. Ja, klar. Aber meinst du, dahinter steckt eine Agenda oder werden Themen bedient, die in der Gesellschaft relevant sind? Ich würde nicht sagen, dass es eine bewusste Agenda ist. Ich glaube, dass es journalistische Faulheit ist, dass man einfach Diskurse übernimmt, sich in die eingliedert, da muss man keine redaktionelle Leistung vorbringen. Genauso wie ich allgemein in deutschen Talkshows unterstellen würde, dass die Redaktionen faul sind. Klassischste Frage. Ihre Partei, Herr Minister, liegt in den Umfragen bei 17%. Wo glauben Sie, wird sich das hinentwickeln? Und dann, das wird jedes Mal gestellt. Und wenn so dumme Fragen kommen, das deutet für mich einfach darauf hin, dass in den Redaktionen nicht hart gearbeitet wird, dass nicht tiefgehend recherchiert wird. Aber das sieht man auch, wenn ganz einfache Tatsachen, bestes Beispiel, wo war das? Bei Maischberger, wo sich der Lindner unterhalten hat mit dem Jens Südekum, dem Ökonomen. Hat die Maischberger irgendeine Zahl parat gehabt? Irgendwie war sie in der Lage, eine kritische Nachfrage gegenüber Lindner zu stellen? Nein, alles ist von Jens Südekum gekommen. Das heißt,
Und das ist für mich nur exemplarisch. Also, die deutschen Moderatoren sind nicht in der Lage, kritische Nachfragen zu stellen, weil sie eben erstens einmal viel Geld verdienen. Das heißt, vieles von dem, was sie jetzt hier an Themen bespielen, das interessiert sie auch selber und ist vielleicht nicht das, was politisch relevant ist. Das ist eine. Und ja, sie können halt aus vielen, über viele Dinge nicht berichten, weil sie selber nicht wissen, wie es ist und sich auch nicht damit auseinandersetzen, würde ich den Redaktionen unterstellen. Also ich denke, es geht halt oft darum, dass man die AfD entzaubern möchte, dass man jetzt viel daran setzt, dass man sagt, wir zerstören die jetzt in ihrem Hauptthema oder sonst was. Aber man geht halt meist ideologisch vor. Wir zerstören die AfD in ihrem Hauptthema? Ich denke, es geht oft darum... Ist der Tenor in deutschen Talkshows von Seiten der Moderatoren so, Refugees welcome? Ist das so ein Ding? Es war zumindest eine sehr lange Zeit so. 16, 2017, ab dem Zeitpunkt, wo die AfD groß geworden ist, hat das komplett geswitcht. Weil dann kamen die Merkel-Kritik auch in der CDU auf. Ja, ja, gerade aber auch in Rechercheformaten oder Dokus oder so, wird ja meistens schon eine eher linksgrüne Sicht vertreten, ne? Und eine klare Anti-AfD-Haltung mitgeliefert. Weil Soziologen gefragt werden. Weil nicht einfach die Diskussion von Twitter oder aus der Bild-Zeitung übernommen wird, sondern weil mit Betroffenen gesprochen wird. Wie ist es im Bürgergeld? Wie ist es mit Migrationshintergrund in Österreich, aber in Deutschland zu leben? Selbst wenn. Ich meine, man sieht ja, dass es nicht funktioniert. Der Umgang mit der AfD, wenn es tatsächlich darum gehen würde, die klein zu kriegen oder die normal einzugliedern, es funktioniert nicht. Ich denke aber, es liegt nicht daran, weil zu viele rechte Themen behandelt werden, weil ich sehe das tatsächlich gar nicht. Ich denke, es liegt eher daran, dass es für die Menschen zu sehr dazu aussieht, dass man die Menschen weg von der AfD erziehen möchte. Ich denke, dass das eben eine genaue Gegenreaktion, Reaktanz auslöst. Auch der Öffentlich-Rechtliche hat einen ganz klar pro-demokratischen Bildungsauftrag. Und wenn die AfD eine antidemokratische Partei ist, was sie in Teilen auch gerichtlich bestätigt ist, ist es Teil dieses Bildungsauftrages, das festzustellen und das zu diskutieren. Ja, das festzustellen, aber nicht einfach nur zu sagen und nicht einfach nur die Menschen stumpf weg von der AfD zu erziehen, weil das hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass die Menschen jetzt erst recht AfD gewählt haben, beziehungsweise dass sich neue Leute gedacht haben, sag mal, wie argumentieren die denn so, wenn die AfD tatsächlich so schlecht wäre? Dass es davon abhängt und nicht einfach davon, dass die ganze Zeit über AfD-Themen geht? Ich kann das ich kann es so begründen, zumindest herleiten kann ich, als die AfD gegründet wurde, wurde sie direkt behandelt, aber direkt als der Bad Boy dargestellt. Direkt als die vermutlich schon ein bisschen rechtsextreme braune Partei, weil die sind ja rechter als die CDU. Und dadurch hat man die Wahrheit herausgestellt? Vielleicht hat man sie aber auch dadurch zur Wahrheit gemacht. Vielleicht ist es ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man die AfD rechtsextrem framed am Anfang, dass sie dadurch rechtsextrem wird. Weil dann Rechtsextremisten in die Partei beitreten, die normalen Leute, also alle aus der Mitte, sich vielleicht denken, ja gut, wenn die jetzt überall rechtsextrem genannt wird, trete ich da vielleicht mal aus und vielleicht züchtet man sich dann auch eine rechtsextreme Partei ran. Kann es sein, dass es innerhalb der Partei auch Bestrebungen gegeben hat, in diese Richtung zu arbeiten? Also es gab verschiedene Flüge. Wann ist denn der Bernd beigetreten? 2015, glaube ich. Ja, und Luke ist dann ausgetreten. Ja, und vielleicht wäre ein Bernd aber nicht beigetreten, wenn die Partei nicht als rechtsextrem dargestellt worden wäre, weil er dann... Wo wäre er denn beigetreten? CDU? NPD? Ich weiß es nicht, aber vielleicht schafft man es ja auch, eben eine Partei nach rechtsextrem zu schieben, wenn man sie rechtsextrem framed. Und das hat man mit der AfD strategisch, glaube ich, schon ziemlich falsch gemacht. Da spricht man der AfD oder den Funktionären die Verantwortung ab. Die wissen schon, was sie tun. Ja, aber wer ist denn noch aus der ersten Stunde dabei? Nein, das ist halt ein sukzessiver Prozess von heute. Genau, ja. Aber natürlich hätte man das verhindern müssen. Aber vielleicht wäre das anders gekommen, wenn man die Partei nicht damals schon als rechtsextrem dargestellt hätte. Und vielleicht ist es auch ein Phänomen, was man häufiger beobachten kann, dass alles, was rechts von der CDU ist, medial in Deutschland sehr schnell als wahrscheinlich Nazis abgestempelt wird. Aber schau dir mal an, was die CDU und CSU derzeit fordern. Aber würdest du sagen, dass wenn man... Also alles, was rechts von der CDU ist, ist meiner Ansicht nach zweifelsfrei rechtsradikal, wenn ihr die Unterscheidung machen wollt. Zwischen rechtsradikal und rechtsextrem, für mich ist das eine sinnlose Unterscheidung, können wir vielleicht eh noch zu sprechen kommen, aber ich sehe wirklich nicht, wie etwas rechts von der derzeitigen CDU noch demokratisch vertretbar sein soll.
nicht nur inhaltlich, einfach nur aus demokratischer Perspektive. Nee, ich würde sagen, das ist halt die Frage, wie du demokratisch definierst, ist halt ein bisschen dann die Frage. Ja, das demokratische Prinzip ist Gleichheit, würde ich einmal, das ist das liberale Prinzip und auch das demokratische Prinzip, dass ich sage, jede Stimme ist gleich viel wert, jeder Mensch sollte die gleichen Chancen im Leben haben. Gleichheit das sukzessive der Möglichkeiten oder Gleichheit im Outcome? Aber keiner fordert, niemand fordert die Quality of Outcome. Gleichheit der Möglichkeiten. Und Gleichheit der Möglichkeiten zu fordern, bedeutet halt auch gegen strukturellen Rassismus und das alles zu argumentieren. Ja, aber das findet ja auch, das geht ja gar nicht. Also wann hat bitte ein Grüner das letzte Mal strukturellen Rassismus, das Wort, öffentlich verwendet? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der grünen Jugend zum Beispiel sehr oft die grüne Jugend, aber die grüne Jugend ist ja auch based. Jetzt nicht mehr grün ist. Ja, genau. Also, die, ist ja, die können ja nichts dafür, dass ihre Partei scheiße ist. Also, auf die verschwurbelten Kleinstparteien jetzt. Ja, verschwurbelt sind die grüne Jugend. Also ich kann dem einfach nichts abgewinnen, dass es auch noch in der deutschen Politik irgendwas Linkes gibt. Auch in Österreich. Aber du musst halt sehen, der demokratische Rahmen ist ja so, dass alles von ziemlich weit rechts außen bis links drüben quasi die parlamentarische Demokratie ja, unterstützt. Also auf linker Seite merke ich schon wesentlich häufiger. Die AfD, die parlamentarische Demokratie? Zumindest im Moment ist jetzt. Sie benutzt sie. Das ist nicht dasselbe wie unterstützt. Es wird auch auf direkte Demokratie hingearbeitet, aber es ist jetzt keine konkrete Forderung, dass die parlamentarische Demokratie sofort abgeschafft werden muss. Das Ding mit der direkte Demokratie ist ja jetzt auch nicht antidemokratisch. Es kommt auf die Definition von Demokratie an. Was rechte Kreise fordern, indem sie auf eine plebiszitäre Demokratie, dass sie das halt anstreben, ist, dass mehr Dinge in die Hand des Volks gegeben werden. Und dieser Kommunikationsrahmen ist extrem nationalistisch, weil es wird eine Erzählung gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was das wahre Volk, das man ja selber vertritt als Volkskanzler, als gegenüber den korrupten Eliten und so, und dem, was das liberale demokratische System liefert. Das heißt, man framet die liberale Demokratie als im Kern antidemokratisch, weil sie ja nicht das abliefert, was das wahre Volk möchte. Das heißt, diese plebiszitäre Demokratie an sich ist nicht antidemokratisch. Ja. Die Frage ist, mit welchem Ziel wird sie verfolgt und wie wird über sie gesprochen? Und also so wird darüber gesprochen. Deswegen die Frage ist, wie wird es geframet? Und dadurch, dass man einen Unterschied zwischen liberaler Demokratie und wahrem Volkswillen aufmacht und dann fordert, dass dieser wahre Volkswille... Aber dann ist die Forderung nach der direkten Demokratie immer noch nicht antidemokratisch. Aber ich würde eben der AfD und der FPÖ unterstellen, dass es auf dieses plebiszitäre, freie von jeglicher liberaler Verfassung hinausläuft. Das sieht man ja daran, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl ein großer Fan ist von Viktor Orban, der ja genau das gemacht hat. Der diesen kommunikativen Shift weg von liberaler Verfassung hinzu, der wahre Volkswille muss verkörpert werden. Ja, aber der hat ja jetzt auch nicht direkt Volksabstimmungen eingeführt. Er verwendet dieselbe Formel. Diese liberalen Institutionen, die in der Verfassung stehen, was sagen die mir? Ich will eine Demokratie. Ich will, dass das, was das Volk will, passiert, unabhängig von Minderheiten, Rechten, unabhängig von den Rechten der politischen Opposition. Aber das ist ja eigentlich, setze den Volkswillen durch. Das ist nicht demokratisch. Ja, das ist zu autoritär. Es ist autoritär zu sagen, es gibt für einzelne Themen Volksabstimmungen. Also ich bin gar nicht unbedingt ein Fan davon. Gesagt. Ich sage nur, weil mit ich welchem denke, Grund macht man es und mit welchem Kommunikativ. Darum geht es. Ja, klar. Das, was damit aber transportiert wird, welche Idee. Da wird eine explizit antidemokratische Idee kommuniziert, wenn ich das politische System, die liberale Demokratie mit ihren in der Verfassung gesicherten Freiheitsrechten, gegen den wahren Volkswillen als Gegenpol gegenüberstelle. Das ist so direkt formulieren das ja weniger. Das ist klar gemeint. Das ist eine Kommunikation, die die FPÖ schon lange macht. Okay. Ich kenne mich mit der FPÖ tatsächlich wesentlich weniger aus als mit der AfD und der deutschen Parteienlandschaft. Aber vielleicht mal weg von der Frage, ob die FPÖ oder die AfD antidemokratisch ist oder die rechtsextrem sind oder sonst was. Ich finde, viel interessanter ist die Frage, wie man damit umgehen sollte. Ja, genau. Da kann ich dir nichts Festes sagen. Und zwar ist mein Take dazu, egal wie antidemokratisch, egal wie extrem oder ablehnend von liberalen Werten, ich schätze, es ist weiterhin sinnvoll, die Partei wie eine normale Partei zu behandeln. Wie meinst du, wie normal? Zum Beispiel, also wenn wir jetzt sagen, in Thüringen, eine antidemokratische Partei ist, wenn so. Wir jetzt in Thüringen, es juckt die Leute nicht. Also die Definition von Wahnsinn ist ja, wenn man immer wieder das Gleiche tut und glaubt, dass etwas anderes passiert. Ich würde sagen, das hat ist das vielleicht Einstein gesagt? Es liegt da, nein, das ist nicht. Vielleicht.
warte mal, wer hat, nein, kann sein, dass Einstein gesagt hat. Die Frage ist, ist das ausschlaggebend, dass man sagt, sie sind Antidemokraten und dass sie deswegen gewählt werden oder werden sie trotzdem gewählt und es gibt andere Dinge, denke, die man nicht versucht hat? Ich denke, es ist ihnen egal. Also den meisten. Oder die meisten vertrauen der Institution, welche einschätzt, ja, dass es antidemokratisch das ist, ist meiner nicht Ansicht mehr das einschätzen nicht, zu können. Dass die etablierten Parteien, wenn man will, die nicht rechtsextremen Parteien, dass die sie als Antidemokraten bezeichnen, sondern dass sie sie als Antidemokraten bezeichnen und dann glauben, damit ist es geschehen. Ja. Dass sie sagen, das sind Antidemokraten und Heureka, wir haben den Rechtsextremismus besiegt. Es wird sonst nichts anderes gemacht. Es wird nichts anderes gemacht, als deren Themen aufzugreifen und zu sagen, das ist ein ganz großes Problem. Das war ja auch in Österreich, das war lustig. Also die ÖVP ist seit 37 Jahren durchgehend in der Regierung gewesen. Ja. Und wenn sie heute sagt, na, wir haben Migration nicht im Griff und die Integration funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Nein, Entschuldigung, wer war seit Jahrzehnten in der Regierung? Wer hat diese ganzen Probleme verursacht? Naja, wenn das so große Probleme sind und ihr seit 40 Jahren beweist, ihr könnt sie nicht lösen, naja, wen wähle ich dann? Der sagt, die Probleme sind groß und aber nicht in der Regierung war. Ja, ja, klar, daran das natürlich. Aber deswegen denke ich, es wäre wichtig, die AfD zumindest mal auf kleinerer Ebene, wie okay, zum Beispiel in Thüringen, aber das funktioniert ja an auch die Macht nicht kommen zu lassen. Also ich denke, es wäre in Thüringen das Schlimmste, was passieren könnte. Nehmen wir mal das Beispiel, weil ich denke, es ist auf Österreich relativ gut ummünzbar, eine CDU-AfD-Regierung zu gründen, damit die CDU sich nicht gänzlich lächerlich macht bei den konservativen Wählern, weil der Auftrag ist klar, die Leute in Thüringen wollen eine konservativ-rechte Regierung. Bis rechtsextrem. Konservative bis rechtsextreme Regierung. Ja, genau, die wollen. So. Ja. Meinst du, ist das eine gute Idee, wenn die CDU jetzt sagt, wir gehen mit BSW und SPD zusammen und machen dann nochmal so Mitte-Links-Politik? Mitte-Links-Politik mit der CDU und BSW? Mit SPD und BSW. Mit SPD, achso. Ist Olaf Scholz so links, oder wie? Naja, SPD und SPD ist Mitte-Links, BSW ist linksradikal, zumindest wirtschaftlich gesehen, würde ich sagen. Es gibt sicherlich auch einige Punkte, also die nicht sehr links sind, zumindest in der medialen Darstellung, was Sarah mehr Wagenknecht der Linken ist. Sarah Wagenknecht ist ein Fan von Ludwig Erhard. Sarah Wagenknecht ist aber auch ein Fan von Kommunismus. Zumindest hat sie das in der Talkshow noch vor 20 Jahren gesagt. Ah, vor 20 Jahren? Ja, und das dann, ist fast so, als wäre sie eine Opportunistin. Das ist fast so, als würdest du jetzt Rechtsextremen unterstellen, dass sie ihre Meinung verschleiern und Linksextremen nicht. Oder potenziell linksextrem nicht, oder linksradikal nicht. Ich sehe keinerlei Andeutung, weil wenn man ihr jetzt unterstellen würde, sie wäre noch immer, also wenn man jetzt den Punkt machen will, dann müsste man ihr irgendwie zeigen, naja, sie lässt zumindest links, manchmal lässt sie die Maske fallen. Dass sie manchmal sagt, naja, die Reichen, die machen schon sehr viel Böses oder so. Ja, sie ist für Enteignung zum Beispiel. Sie ist für Enteignung, aber nicht, weil sie sagt, sie möchte die Unternehmerklasse abschaffen, sondern sie möchte das ehrliche deutsche Kleinunternehmen bringen. Da geht es nicht um eine Klassenanalyse im Sinne von Arbeit versus Kapital, was ja dem Kommunismus zugrunde liegt, sondern da geht es darum, ja, Großkapital, Kleinkapital. Es ist eigentlich eine Kapitalismuskritik, wie sie auch keine von der CDU machen. Ich denke, Kommunismus ist jetzt so ein Ding, sie hat sich zumindest schon so geäußert und ich habe das jetzt einmal mal gespiegelt, dass du sagst, man unterstellt jetzt quasi das Krasseste und unterstellt ihr, dass sie lügt. Ja, aber es ist lächerlich. Ich würde sagen, bei ihr ist es ja lächerlich. Weil warum findest du es bei ihr lächerlich? Weil sie es nicht einmal anklingen lässt, dass sie irgendwie etwas Linkes haben. Weil sie sagt, ja, wir müssen progressiv besteuern, aber das sagt auch ein Grüner. Und sind jetzt die Grünen Kommunisten? Nein, die Grünen sind aber links, ja. Ja, wenn sie irgendwo links und progressiv sind, dann vielleicht im Thema Geschlechtlichkeit und Sexualität und Antirassismus. Aber wirtschaftlich sind die nicht links. Sie sind vielleicht Mitte-Links, wenn man will. Aber, okay, einigen wir uns auf Mitte-Links. Aber ich würde sagen, die CDU macht sich trotzdem lächerlich in der Koalition mit der SPD und der BSW. Das war nur der Take. Ob die BSW jetzt ich würde sagen, wirtschaftlich kann man das BSW schon als klar links bezeichnen. Ja, aber weißt du, was mein... Oder? Weißt du, was meine Frage ist jetzt dann? Was gewinnt man dadurch? Wenn wir fix davon ausgehen, dass wenn die da jetzt koalieren, dass dann nächstes Mal wieder die AfD gewinnt, ja, dann kann man schon drauf scheißen. Davon ist nicht fix auszugehen. Das kann sich verändern. Ich denke, die Menschen werden die CDU gänzlich lächerlich finden, wenn die jetzt mit zwei, sagen wir mal, links der Mitte-Parteien koaliert. Wenn wir jetzt sagen, die CDU in Thüringen und in Sachsen sind rechtsextrem, was hast du lieber, dass die Rechtsextremen jetzt fix an die Macht kommen? Ja. Oder nicht die CDU, ist rechtsextrem. Die CDU, die AfD meine ich natürlich, Entschuldigung, die AfD. Dass die AfD jetzt fix in der Regierung ist? Ja. Oder vielleicht
vielleicht sogar wahrscheinlich in 5 Jahren. Ich nehme lieber nicht die nicht fixe Option. Okay, ich wähle die Option, wo ich die AfD, als kleineren Partner einer Koalition mit einer mittigen oder Mitte-Rechtspartei sehe, als die Option, wo die AfD zumindest mal nicht unwahrscheinlich dann als alleinige Regierungspartei wäre. Du weißt schon, dass 1933 genau das passiert ist, mit der Zentrumspartei und der NSDAP. Potenziell ist das natürlich immer ein Vergleich, den man bringen kann. Natürlich ist es mir gefällt er nicht. Muss man bringen. Nee, muss man nicht bringen. Das weil war die damalige rechtsextreme Partei? Das ist die heutige rechtsextreme Partei. Ja, aber Partei, du weißt, also die NSDAP hat schon rechtsextremere, sagen wir mal so, zumindest hatte die NSDAP nicht, dass sie irgendwelche gemäßigten Forderungen vorgeschoben haben, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, schon off-cam und jetzt auch. Das, was sie damals gefordert haben, war gar nicht so extrem, weil damals halt Antisemitismus und Rassismus viel akzeptierter waren. Hitler hat ja schon ganz früh davon gesprochen, der war ja schon vom Antisemitismus besessen, bevor er an irgendeiner Macht war. Und er hat das ja nicht verschleiert. Ja, aber das zeigt einfach nur, dass der Diskurs sich verschoben hat. Man darf halt nicht mehr sagen, ja, die Finanzjuden sind an allem schuld. Das darf man heute halt nicht mehr sagen. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut in Relation CDU, AfD, Zentrumspartei, NSDAP damals, das ist eine ähnliche Dynamik. Der Rahmen ist ein ganz anderer und die NSDAP hat das ja eindeutig nicht verschleiert. Da musste man ja nichts mehr interpretieren, um ganz klar erkennen zu können, was sie wollen. Aus meiner politologischen Ansicht, die ich halt noch 4 Semester, ich habe nicht abgeschlossen, bekommen habe, die verschleiern auch nichts. Also die AfD verschleiert wirklich gar nichts. Also da weiß man, was kommt. Dass die Remigration will, was ein neues Wort für Deportation ist, das wissen wir. Ob sie das jetzt auf alle ethnisch Nicht-Deutschen ausweitet oder nur auf Menschen, die schon hier arbeiten, aber vielleicht sich herausstellen, naja, man könnte doch abschieben, wenn man wollte, das ist mir wurscht. Also ich denke allein, dass Deportation wieder möglich ist. Ja, nee, die Abschiebung und Deportation, ich sag mal, Deportation ist ein extrem vorbelasteter Begriff. Ich würde den Remigration nicht ist Deportation. Ja, jede Abschiebung ist eine Deportation. Ich meine ja, erstens ja, aber zweitens, ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, wenn ich sage, hier arbeitet jemand, hat vielleicht ein kleines Geschäft, das will ja Martin Sellner auch, dass man die Bedingungen auch für kleine Ladenbesitzer in den Innenstädten, weil er halt Menschen, die nicht einfach irrational hast, die machen ja sogar was Gutes für die Gesellschaft. Ich denke ja, dass er das Klima für die so Ethnopluralismus. Ja genau, dass er das für sie so unattraktiv macht, dass er sie so herausdrängt. So hat es mit den Nazis auch angefangen. Es tut mir leid, es ist komplett offensichtlich, aus meiner Sicht, wo die Reise hingehen wird, wenn man die Höcke-Fraktion noch einmal 5 Jahre werkeln lässt. Und wenn der Diskurs sich weiter in so nach rechts verschiebt, wie er getan hat. Die AfD kann sich sehr gut zeichnen. Die AfD kann sagen, wenn wir an der Macht wären, dann würde Deutschland so aufblühen und alles würde so perfekt laufen. Ne? Jetzt können das einfach alle nicht, weil das Kartellparteien sind und sonst was. Aber genau dieses Ding mit den Kartellparteien würde sich ja dann bestätigen, wenn die CDU jetzt mit 2 linken Parteien zusammengeht. Meinst du die politikwissenschaftliche Kartellpartei? Ich rede gerade über die AfD-Erzählung der Kartellpartei. Ach so. Genau so. Das würde sich ja für die Gesellschaft bestätigen, wenn die CDU jetzt mit jedem außer der AfD zusammengehen würde, auch wenn das überhaupt nicht passt. Es kommt auf die Kommunikation drauf an. Also was diesen Kartellparteien-Vorwurf erhärtet, ist, wenn alle Parteien ein gemeinsames Plakat machen. Da bin ich sehr dagegen, das ist richtig. Aber was ich noch, jetzt habe ich leider den Punkt vergessen, den ich Demokraten versus Antidemokraten zum Beispiel so als Framing mediale führt sehr stark dazu. Es ist nur die Frage, soll man lügen und so tun, als wäre die AfD demokratisch? Ich denke, es ist tatsächlich der beste Weg. Egal, ob man davon ausgeht, dass die AfD demokratisch ist oder nicht, man sollte sie wie eine demokratische Partei behandeln. Das spielt ja genau denen in die Karten. Aber es ist der einzige Weg, wie man sie mit sachlichen Argumenten schlagen kann, ohne dieses extrem starke Framing und dieses. Man kann die AfD nicht mit sachlichen Argumenten schlagen, weil sie halt keine sachlichen Argumente machen. Es geht auf, und dann könnte man sie ja sehr gut schlagen. Es geht um gefühlte Wahrheiten. Die Personen, die jetzt AfD wählen oder auch viele, die CDU wählen, die sich von Merz angezogen fühlen, die sind nicht mit sachlichen Argumenten abzuholen. Das ist leider so. Das beruht auf dem irrationalen Denken. Menschen, die hierher kommen, für die gilt Soziologie nicht. Für die gilt soziale Eingliederungsmaßnahmen nicht. Wie kommst du darauf? Weil eben nicht die Forderung laut wird, dass man diese Menschen besser integriert, sondern die Forderung ist, wir müssen diese Menschen sanktionieren. Wir müssen sie eigentlich wie den Pavlovschen Hund darauf abrichten, dass sie das nicht tun. Was Soziologen fordern, Sprachkurse
und eine schnelle Arbeitsgenehmigung, damit die Menschen hier einen geregelten... Die werden halt nicht leichter, wenn man noch mehr davon hat. Einen geregelten Tagesablauf. Also ich würde tatsächlich... Haben. Das sind ja, Soziologen. Aber das kommt gar nicht vor in der CDU-Diskussion. Es geht mir mehr darum, dass ich sagen würde, es bringt nichts, die AfD rechtsextrem zu nennen. Es bringt nichts, die so hart und lang wie möglich von der Regierung fernzuhalten, weil die Leute wählen die Partei. Die Leute wollen diese Politik. Also du sagst, es ist eine rechtsextreme Partei und du gibst sie lieber jetzt in die Regierung, also jetzt in Thüringen und Sachsen. Gib die lieber in jetzt in die Regierung als vielleicht in 5 Jahren. Also du hast lieber jetzt eine rechtsextreme Partei. Gib die lieber jetzt in Kombination mit einer Mitte-Rechtspartei in die Regierung und gib denen die Chance, sich zu blamieren. Ja. Gib denen die Chance, Fehler zu machen, weil die AfD kann keine Fehler machen, solange sie nicht regiert. Das Geile ist ja, die AfD kann sich nicht blamieren. Das ist auch Fehler wurscht. Bestes Beispiel: Die Giorgia Meloni, Postfaschistin, hat gesagt, ja, Italien braucht 100.000 Menschen, die hierher migrieren. War das ein Problem für ihre Wählerschaft, die offen rechtsextrem ist? Nein. Warum? Weil es nicht darum geht, was tatsächlich passiert, sondern weil die Wählerschaft von rechtsextremen Parteien nicht wahrgenommen wird. Also sie selber haben das Gefühl, Politik nimmt sie nicht ernst. Es geht nicht darum, was dann tatsächlich passiert. Es geht darum, ob sie sich wahrgenommen fühlen. Dafür reicht einfach, ja, deine Angst vor Ausländern ist berechtigt, ich finde die auch creepy. Das reicht denen. Aber ich denke, und die Aussage, wir müssen 100.000 Menschen hierher und das ist deswegen ist es ja auch eine größere Sinn. Gefahr, wenn die AfD durchregieren kann. Wenn die jetzt sagen wir mal bei der nächsten Wahl auf sie kann sich nicht für ganz Deutschland, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie bei der nächsten Deutschlandwahl die alleinige Regierung bekommen werden. Aber alleine in die Regierung kommen werden, das wird nicht passieren. Aber Problem, vielleicht kann man die auf kleiner Ebene. Sie kann sich nicht blamieren. Das ist ja mein also Punkt. Egal, was sie dann in der Regierung macht, das ist wurscht. Es geht der Wählerschaft darum, dass ihre, für meine Begriffe, irrationalen Ängste angesprochen werden, dass sie sich respektiert fühlen, dass sie sich nicht abgestempelt werden als Verrückte. Und wenn das eine Partei macht, dann wird sie gewählt. Da fährt gerade ein Kind gefährlich nah an unserem Stativ vorbei, mit so einem kleinen Auto. Aber hat gutes Auge. Wird mal eine gute Autofahrerin. Darum geht's. Das ist das Relevante. Nicht jetzt, was diese Regierung macht, weil unter rationalen Gesichtspunkten die politische Forderung im Wahlkampf, 100% Asylstopp. Ja. Und dann ist man 1,5 Jahre in der Regierungsverantwortung und sagt, wir brauchen 100.000 Menschen aus dem Ausland mehr. Ja. Das funktioniert also nicht. Das ist nicht unter rationalen Gesichtspunkten haltbar. Wie gesagt, ich denke, dass man die AfD, dass die AfD eine sehr bequeme Position in der Opposition hat. Ich denke, wenn die Partei überhaupt sachlich zu bekämpfen ist, dann tatsächlich am ehesten, wenn sie politisch nicht umsetzen, was sie versprechen. Und das werden sie nicht können. Sie werden nicht Rechtsradikales, sie werden nichts Völkisch-Nationalistisches umsetzen können in einem Bundesland. Gibt Merz noch mal 5 Jahre. In Koalition mit der CDU. Ich halte es für recht wahrscheinlich und ich möchte das eigentlich nicht, aber ich sehe den Trend so und ich sehe vor allem... Die Frage ist, hilft man dem, indem man die ganze Zeit sagt, ja, Migration, Asyl, Sicherheit... Wahrscheinlich schon, wenn die Leute es wollen. Wenn die Menschen wollen, dass diese Themen angepackt werden, dann muss man ihnen vermutlich das geben, in einer Partei, die nicht rechtsextrem ist. Darf ich dich etwas fragen? Was? Hast du schon einmal eine Messerstecherei erlebt? In real life jetzt. Bist du schon mal an der Messerstecherei vorbeigegangen? Bist du mal Berlin City? Ich war noch nie in Berlin, aber ja. Hast du schon erlebt? Ich wohne in Wien, ich gehe regelmäßig durch den 10. Bezirk, den gefährlichsten, gerade, ob noch nie gesehen. Also ich habe definitiv eine Schlägerei gesehen. Wie viele Messer da jetzt involviert waren, weiß ich nicht. Genau. Das heißt, aber warum dominiert dann, obwohl das war der Otto-Normalverbraucher, vor allem der jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in der tiefsten Pampa in Thüringen lebt, wieso hat der so Angst vor Messerstecherei? Wieso traut sich eine Oma... Weil das aufgepusht wird, natürlich. Genau. Es ist natürlich ein Thema, das auch übertrieben wird, aber trotzdem ist halt ein Trend zu erkennen, auch statistisch gesehen. Du kannst nicht beide Dinge gleichzeitig sagen. Du kannst nicht sagen, das Thema ist überhöht. Ja. Du kannst nicht sagen, die Medienberichterstattung, die dazu führt, dass sich Menschen in der tiefsten Pampa nicht mehr vor die Tür trauen, das ist
über, aber wir haben eine Statistik. Erstens einmal PKS. Natürlich, ich kann auch ein Thema. Entweder ist es übertrieben oder es gibt eine rationale Basis dafür. Und ich würde sagen. Guck mal, wenn du mir jetzt erzählst, dass das Gebäude da der höchste Wolkenkratzer der Welt ist, dann kann ich sagen, das ist übertrieben, aber trotzdem existiert ein Fundament dafür. Da ist immer ein Gebäude. Das ist ein hohes Gebäude. Ja, okay, aber. Es ist ein recht hohes Gebäude, aber das kann natürlich trotzdem überhöht sein, wenn du mir erzählst, dass es der höchste Wolkenkratzer der Welt ist. Genau, aber dann haben wir ja das Problem, wenn jetzt Menschen dich wählen, weil du sagst, dass, weil mich wählen, weil das das höchste Gebäude der Welt ist, da muss man halt sagen, diese Menschen, die müssen vielleicht einmal vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Und das meine ich jetzt nicht AfD wählen, da müssen wir dann vom Wahlrecht, aber jemand, der nicht in der Lage ist, das zu erkennen, da müssen wir vielleicht sagen, ja, vielleicht sollte man diese Person eine Stunde mal in so eine politische Bildungseinrichtung schicken, dass die sich ja das mal klingt für mich dass sehr sich hart. Mit der Realität. Also das klingt für mich sehr hart nach politischer das klingt für mich nein, nach das Indoktrinierung. Das ist jetzt ein zynisches Beispiel, ich will nur sagen. Ich würde sagen, spätestens wenn die AfD an der Macht ist und das dann für Linke fordert, wirst du es nicht mehr so gut finden. Nein, ich will nur sagen, dass, also das war jetzt keine ernsthafte Forderung, ich will nur sagen, dass man darf seine politischen Forderungen nicht darauf aufbauen, dass man sagt, ja, jegliche Meinung, egal wie offensichtlich fernab jeglicher Realität sie ist, ist ernst zu nehmen. Weil das ist ja genau das, was die AfD fordert. Aber ich habe jetzt ja keine Belege dafür. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch was, was ein bisschen verrückt klingt, aber ist ja nur meine Meinung. Ich werde wohl meine Meinung sagen. Und das ist halt, das öffnet halt die Tür für Fake News, die dann trotzdem Wahrheiten sind, weil ja auch gefühlte Wahrheiten Wahrheiten sind. Und das darf man halt nicht auf Basis von Gefühlen Politik aber machen. Aber ja, es kann ja überhöht sein und eine reelle Basis geben. Ne? Deswegen denke ich, man muss den Menschen im gesetzlichen Rahmen und in einem ethisch vertretbaren Rahmen das geben, was sie wollen. Wenn die Menschen wollen, dass Migration beschränkt wird, muss man diesen Menschen das zugestehen. Und gleichzeitig muss man halt bei den Punkten, wo klar Fake News verbreitet werden, wo klar überhöht wird, wo kann man ja versuchen, diese Sachen zu entkräften, diese Sachen zu fact-checken und das dann als falsch enttarnen. Und vielleicht werden die Menschen ja dann aufhören, das zu wollen. Das kann ja eine Hoffnung von dir sein und dann mach das bitte. Wir haben ja die ganze Zeit Hoffnungen. Ich muss darauf hoffen, dass ich einen Menschen, der eine instinktive Abwehrreaktion gegenüber Menschen empfindet, die nicht von hier sind, muss ich darauf hoffen, dass wenn ich den mit einer soziologischen Studie zur Kriminalität komme, dass der dann sagt, na, eigentlich macht es schon Sinn. Es sind doch nicht alle Schwarzen kriminell. Also darauf kann ich nicht hoffen. Wie würdest du es denn sagen, wenn eine Mehrheit dafür, das ist halt richtig schwer, wenn die Mehrheit der Menschen für etwas ist, was extremistisch ist. Angenommen, eine Mehrheit möchte Ethnopluralismus. Das würden wir dann trotzdem nicht umsetzen wollen. Ja, genau, weil das gegen die Verfassung verstößt. Da haben wir genau. Jetzt, aber wir können ja nicht das liberale Fundament des Grundgesetzes aber im Rahmen der Verfassung ändern. Im Rahmen der Verfassung müssen wir den Menschen das geben, was sie mehrheitlich wollen. Ja, genau. Und Remigration ist meiner Ansicht nach, also zumindest jetzt eine Sag nicht, dass wir den Leuten Remigration geben müssen. Ja, es muss halt juristisch umsetzbar sein. Und aber das wollen viele Menschen wählen die AfD ja genau, weil sie Remigration fordern. Sicher, aber wir können denen ja quasi, wir müssen dem Volk ja so viel zugestehen, wie es innerhalb der Grundsätze unserer Verfassung möglich ist. Genau, und jetzt wenn man den Gleichbehandlungsgrundsatz achtet, dann ist meiner Ansicht nach auch mit der Bezahlkarte schwierig. Das ist ja alles Interpretation. Das werden Gerichte entscheiden müssen, aber ich halte es für keine gute Idee zu sagen, wir geben ihnen quasi gar nicht, was sie wollen, weil wir sonst die Themen der AfD behandeln. Vielleicht nochmal abschließend jetzt, weil das ist jetzt schon ein ziemlich langes Gespräch. Darf ich noch einen Satz sagen? Dann machen wir das abschließend. Man sieht, finde ich, am besten, wie der Tenor sich verschoben hat, wenn man sich anschaut, wofür Parteien bereit sind, die Verfassung zu ändern. FDP, unter keiner Bedingung kann man die Verfassung dahingehend ändern, dass die Schuldenbremse angepasst wird. Das steht in der Verfassung, ist wurscht. Aber die Europäische Menschenrechtskonvention, wenn es ums Thema Asyl geht, die kann man anpassen. Also das heißt, wenn man sich das anschaut, eine liberale Partei, im Selbstverständnis eine liberale Partei sagt, liberale Grundrechte wie die Gleichbehandlung, also der Gleichbehandlungsgrundsatz, oder die urliberale Konzeption der Menschenrechte, die muss geändert werden. Warte, da sieht man, finde ich, perfekt. Wo genau kommt die Forderung her? Ich habe das Zitat nicht bei der Hand. Ich kann dir dann das zeigen. Die da oben hat den Instagram-Post. Na, hat das die da oben gemacht oder hat das Maurice Höfgen hervorgehoben? Auf jeden Fall ist es ein Wort-für-Wort-Zitat, dass man auch um die aktuellen, irgendwie so ist es gegangen. Ich zitiere es jetzt hingewiesen. Christian Lindner hat gesagt,
Man muss, um mit den aktuellen Herausforderungen im Falle der Migration bereit sein, Übereinkünfte in der Europäischen Menschenrechtskonvention überdenken. Es ist ja aber auch etwas anders, ob es im Grundgesetz steht oder in der Europäischen Menschenrechtskonvention? Ja, genau, das steht sogar drüber nämlich. Stimmt. Das ist ja. Okay, also er möchte nicht einmal die Verfassung ändern, sondern das, was noch über der Verfassung steht. Es steht aber nur theoretisch drüber, denn wenn wir... Recht ist Theorie, ja. Es steht nur theoretisch drüber, weil es wie ist ja Recht, möglich... Recht steht auch nur theoretisch es ist ja, drüber. Es ist ja möglich, ich kann dich ja auch hauen. Das kann es ist ja, nicht ja möglich, es ist ja möglich die deutsche Rechtsgrundlage über die europäische zu stellen. Wenn wir, aber das ist gegen die europäische Rechtsgrundlage. Aber wir können die drüber stellen. Das ist rechtlich möglich, wenn wir einen Ausnahmezustand... Aber wenn wir den Nationalfall Europa erklären. Und das würden sie nicht tun. Wir könnten ihn durchsetzen. Also soweit ich weiß, nicht ist das ohne, also, aber, relativ aber dann würden wir europäisches Recht brechen. Ich meine, ich kann, natürlich ist es ist immer möglich, Recht zu brechen. Aber ich kann nicht sagen, ich verhänge den Ausnahmezustand in Deutschland, ohne dass die Europäische Gemeinschaft, also die Europäische Union zustimmt. Dann breche ich halt europäisches Recht. Wenn du sagst, es ist okay, Recht zu brechen, um härter gegen Menschen mit Migrationshintergrund vorzugehen, aber nicht europäische Menschen, nicht Gesetze im Verfassungszwang zu brechen, um irgendwie mehr Schuldenaufnahme zuzulassen. Habe ich ja nicht gesagt. Das sagt die FDP ja, und ich sage, dass das gut darstellt, wie der Diskurs in Deutschland geführt wird. Verfassungsänderung, um Schuldenregeln zu verändern und, nein, über meine Leiche, aber Verfassungs- oder Menschenrechtsänderung, um härter gegen Menschen mit Migrationshintergrund vorzugehen. Heißt ja nicht grundsätzlich, dass die weniger menschlich sind, dass die überdachte Menschenrechtskonvention dann weniger menschenrechtlich ist. Glaubst du, dass die FDP daran interessiert ist, die Menschenrechte so auszulegen, dass... Ja. Also ich glaube, die Menschenrechte so auszulegen, dass sie ethisch vertretbar sind, ja. Aber dass sie zugunsten der Menschenrechte von Menschen, die nicht Staatsbürger sind, ausgelegt sind. Glaubst du das wirklich? Ich glaube allgemein, ich glaube allgemein nicht, dass da jetzt eine super krasse Änderung kommt, die dazu führt, dass wir alle Leute mit einer anderen Hautfarbe oder was jetzt plötzlich darum diskriminieren dürfen nicht, oder aber was auch immer. Wir müssen verstehen, in welche Richtung der Diskurs tendiert. Und das ist sicherlich nicht nach links. Also abschließend, dein Take zu Rechtsruck und Radikalisierung und was auch immer wir jetzt alles besprochen haben, ist, es werden zu viele rechte Themen behandelt und deswegen werden Rechte stärker. Nennst du es in einem Satz? Ich meine ja von mir aus. Würdest du, ich würde die These sagen, so zusammenfassen. Ich würde sagen, dass nicht, dass so viel darüber geredet wird. Man kann ja über Migration auch aus einer linken Perspektive reden, nämlich indem man sagt, die ganzen Probleme, die damit assoziiert werden, das haben soziologische Gründe und die kann man ja dann auch beheben. Da kann man über Migration reden, aber in der linken Art und Weise. Aber darum geht es ja nicht. Das wird ja auf eine essentialistische Art und Weise besprochen, vor allem von der CDU, von Teilen der FDP. Und das wird jetzt auch von Cem Özdemir übernommen in Teilen. Ich meine, du kannst gerne den Artikel kurz einblenden, wenn sich die Leute das durchlesen wollen. Das ist für mich, das hat nichts mit links zu tun. Und dass diese Diskursverschiebung natürlich nur den Rechten helfen kann und damit CDU hilft und AfD, ja, selbstredend. Also das ist mein ganzer Take. Ich habe dann ein bisschen andere Meinung zu. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne mal in die Kommentare unter diesem Video. Lesen wir uns bestimmt beide durch. Ja, genau. So, und jetzt vielleicht muss ich dir leider noch als ein paar Linker, als Intoleranter in die Fresse hauen, aber das machen wir nach der Kamera. Kommt die lokale Antifa noch? Die lokale Antifa kommt. Ihr könnt euch dann, wir werden streamen heute, also das wird, ihr werdet es im Stream sehen, bevor das Video hochkommt. Wenn ihr ein blaues Auge habt, dann dürft ihr die Polizei rufen, aber sehr wird schön. Nicht passieren. Genau, Like und Abo gerne dalassen. Kanal von Grigors Politik ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und danke für die Zeit. Macht Spaß, so ihr Gespräch auch mal zu führen. Vor allem in der schönsten und lebenswertesten Stadt der Welt, in Wien. Klar, dass du das sagst. Das ist die Votivkirche übrigens im Hintergrund. Wenn ihr mal in Wien seid, müsst ihr da vorbeischauen. Ist sehr imposant. Neben dem Stephansdom finde ich die schönste Kirche. Ja, ist ein schöner Hintergrund auf jeden Fall gewesen. Also, ja, danke fürs Gespräch. Was. Ja, so. Der Joke mit dem Verprügeln ist nicht ganz gelandet.